Selbst jetzt, 10 Jahre nach dem Tod von Popstar Michael, römisches Kreuz 50, schlägt sein Leben hohe Wellen. Am Sonntag wurde der Dokumentarfilm Leaving Neverland zum ersten Mal vor Publikum gezeigt und überrascht mit erschreckenden Details. Wade Robson und James Safechuck erzählen darin, dass sie den Musiker im Alter von 7 und 10 Jahren kennenlernten und er sie jahrelang sexuell missbraucht habe. Der Regisseur Dan Reed beantwortete kurz nach der Premiere wichtige Fragen zu Leaving Neverland. Schon in den Jahren 2003 bis 2005 sah sich der King of Pop ähnlichen Beschuldigungen ausgesetzt. Es kam zum Prozess, er wurde jedoch in allen Anklagepunkten freigesprochen. Dennoch, wieso werden im Film nicht Behörden und Staatsanwälte erwähnt, wo doch Michael damals wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht stand, fragt ihn Entertainment Weekly im Interview. Ich hatte bereits die Kinder von damals, die mir erzählten, was genau passiert war, antwortet er. Wade und James' Berichte waren so kristallklar und absolut glaubwürdig, dass der niemand weiteren brauchte, um die Geschichte zu untermauern. Stattdessen konzentrierte sich Dan in seinem Film auf die Familiengeschichte der beiden Männer und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Aber wieso kommt keine Gegenseite zu Wort? Die Doku beleuchtet nur eine Perspektive. Da wird die Frage laut, warum denn nicht mit ehemaligen Kindern gesprochen hat, denen Michael nichts angetan hat. Darauf findet denn eine klare Antwort, das ist wie den Regisseur von einem Film über den Serienmörder Ted Bundy, römisches Kreuz 42. Zu fragen, wieso sprichst du nicht mit den Leuten, die er nicht umgebracht hat? Splash News: Michaels Neverland Ranch in Los Olivos Anzeige ab. Getty Images: Michael bei einem Konzert 1996 Anzeige. Getty Images: Michael 2002 vor Gericht Anzeige. Tipps für Promiflash: Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.